Picken in Mainz. Hallo, servus, grüßt Gott zu Hause. Ich weiß nicht, wer die Begrüßung machen sollte. Jetzt mache ich sie halt. Willkommen zurück zum letzten Part dieser 5-Runden-WM mit den 90er-Karren. Wir sind in Singapur. Die Freude ist riesig bei allen Beteiligten. Und mit dabei ist der Valvo. Hallo. Der Beißler. Grüße miteinander und herzlich willkommen. Und unser Weltmeister, der Jockel. Ja, vielen Dank, ich wusste, dass das kommt. Also. Zum zweiten Mal in Folge war letztes Mal. Der jetzt dreimal mit der Karre in die Mauer crasht. Obwohl der letztes Mal war der Jake nicht da. Nein, calm the fuck on. Letztes Mal hat der Joker die WM gewonnen, da ist Jake nicht mitgefahren, hat uns nur den Rennkalender hier gelassen. Und diesmal ist er mitgefahren und Joker hat ihn direkt. Lass auch gleich was hier. Ein richtig schöner Haufen. Ja, ich sag ja, das ist eine WM der guten Laune, ich sag's ja. Singapur-Regen, das sind auch so Dinge, die, glaube ich, nicht passieren. Doch, nicht es hat passieren. Es hat einmal einen echt? Regenstart in Singapur gegeben. Ich meine, 2017 oder 2018 hat es mal im Regen gestartet. Aber war nur eben am Start gesehen. Und dann wurde es trockener. Aber so richtig ist zumindest Regen wahrscheinlicher als Regen in Abu Dhabi. Ja, das auf jeden Fall. Oder in Bahrain. Das auch. Oh. Abu Dhabi und Bahrain wären so Strecken, die nur für künstliche Bewässerung gut sind. Ich bin nur am Schwimmen hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen sonst keine WM mehr. Ja, blöd. So richtige im Format wie Race 07 oder was meinst du? Nee, ich meine jetzt, weil du gesagt hast, heute hätte ich Zeit für zwei. Dreimal 5 Runden WM. Ich habe auch immer noch Zeit für zwei. Ich müsste nur zwischendurch was essen. Sonst werde ich stinkig. Ich wollte auch noch eine machen. Ich will noch den 94er Bennett befahren. Richtig. Oh mein Gott! Oh, die Strecke merke ich, bin ich auch schon Jahrhunderte nicht mehr gefahren hier. Die kenne ich gar nicht mehr. Na, wer mag es wegwichsen? Nee, danke, ich hätte gerne mal. Obwohl, wenn es einer weghaut, komme ich vielleicht weiter nach vorne. Das klappt doch nie, oder? Die eigenen werden immer zurückgereicht. Aber davor kommen lustige andere nach vor. Das ging ja die, noch die mal Jordan. Gut. Aber ich bin die Strecke wirklich, ich überleg gerade, wann ich die das letzte Mal gefahren war. Bei F1 mit dem Karrieremodus nie so weit gekommen, um da mal hinzukommen. Das muss ja schon Ewigkeiten her sein, weil normal. Ich kenne den dritten Streckenabschnitt gar nicht. Der ist auch da ich glaube, der ist sogar umgebaut worden mal wieder. Der Williams kennt die Strecke nicht, der Williams mag die Strecke nicht. Ja, meiner auch nicht. Er schwimmt nur. Ja, meiner auch. Er hat die Sportart gewechselt. Hat der Schwimmflügel an? Ja. Er ist der neue Marc Spitz. Marc Spitz. Jetzt schon beendet? Wolltest du mich verarschen? Entschuldigung. Wie, was, der kennt die? Der hat die. Ich wollte gerade sagen, weißt du, der schwimmt so rum. Wie wir uns alle ankacken. Ich hab niemanden angeguckt. Ich glaube, die Essenspause tut uns nachher allen gut. Ich überlege gerade, ob mir auch noch ein paar Kekse. Aber was heißt, die fressen mich hier? Er ist wieder eine Stunde weg. Kekse gehen immer Mann noch. Ich brauche keine Stunde für Kekse. Der Käse essen? Das ist ein Käse. Hast du gerade bei meiner Hand? Jocke, jetzt sag bitte deinen Satz. Jetzt überleg dir welchen. Kannst du meinst ihn? Danke. Nein, den Pennywise. Nein, den meinte ich nicht. Ach, wie? Ach, das Gras. Nein. Halt Benzin? Doch einfach alle die Fresse! Wärmer ist da jetzt überhaupt nicht. Das ist meiner! Glaube nicht immer meine Sprüche, Joker. Viel Spaß, viel Glück. Gute Night auf Singapur. Am Ende in der letzten Rennen fahren wir einfach alle zusammen. So ein riesen Crash. Ja, da kommt noch Mexiko. Also einzig ist noch Brasilien, was mir noch sehr entgeht. Oh, tschüss, Jake. Sari, du Potzau! Ja, der hat dich da vorhin auch schon mal. Brasilien ist noch die einzige, wo ich wirklich jetzt mal aus dem Fenster lehne und sage, Beißler-Strecke. Wieder Beißler sagen wird, auf Wiedersehen.
Oh ne, das war schon bitter, jetzt wieder Jake da stand. Bist du da von einem umgedreht worden? Nee, das war schon meine Schuld. Ich bin dem McLaren, ich weiß nicht welchem von den beiden, in den Seitenkast gefahren. Und dann hat sich das ist mir auch passiert. Wenn man da dran fährt, saudämlich. Etwas übermotiviert am Start gewesen. Erinnert mich an meinen Start. Ey, da will mir schon wieder einer anschießen. Hey! Oh Gott, da stehen sie wieder. Fick! Alles gut. Pennywise, der tanzt. Was mit Kenny? Nein, der Pennywise, der tanzt. Das habe ich da angerichtet. Das, super, ne? Das muss sich der Jake da mal noch geben, wenn die Folge komme. Der Joker. Und dann ist er die Wand eingeschlagen dabei. Und der das Motor, das dabei. Der Motor, der da brennt. Falco. Falco versus Motorschaden. Oh. Check den sich gerade, hä? Anyways, Falco, Motorschaden? Check denkt sich gerade, will ich das sehen? Ja, bis das dauert ja immer noch ein bisschen, bis das kommt. Das ist ja noch nicht mal hochgeladen. Ich habe jetzt schon so viel Material, dass ich jetzt schon bald nicht mehr hinherkomme im Hochladen. Schaffe ich ja auch. Wo auch, ne? Du müsstest ja so noch, was weiß ich, wie viele 5 Runden WMs in Petto haben. Deswegen war ich nicht mehr zum Beschneiden. Deswegen warte ich mit meinen 5 Runden WMs noch, damit Valvo erstmal seine, die, wo ich noch nicht mitgefahren bin, veröffentlicht. Mir macht das nicht viel los. Ich kann das schön übers Jahr ziehen, den ganzen Content. Der Kanal hat genau deswegen überlebt bisher. Wenn nicht viel kam. Weil so alles hochgeladen hat, haben wir 2022. Ja gut, ne, dann muss ich schon früher meine Dinger bringen. 22 ist lang. Da gibt's schon 2 neue F1-Teile bis dahin. Schiffer, und du wirst dazu nicht gehören, wenn du mich jetzt hier nicht Platz machst. Ich dafür sorgen, dass du da nicht dazu gehörst. Du Schiffer, mach Platz, Schiffer! Blöde Sau! Ja, Micky kommt gerade so witzig an. Alter, ich hab richtig den Orgasmus hier. Aber miss, miss. Oh Gott, Achtung, da stehen sie wieder in einer Kurve. Der Schiffer und die beiden Jordan stehen da quer. Der Schiffer und der Jordan. Das dürfte in der zweiten oder dritten Kurve sein. Singapur versucht, da ist es geschehen. Also ich weiß schon, warum Valvo die Strecke gemieden hat. Und der andere verbrannt. Oh mein Gott! Immer wenn wir mal singen. Okay, singen, ja, dann. Tradinen. Ein Frontflügel. Halt die Fresse. Du wirst es doch eh, gar das Rennen ist doch eh von... Ah, da kommt einer zum Spielen. Ich glaube, das kommt auf Betriebstemperatur. Ich glaube, das Rennen wird jetzt eins... Das wird jetzt mal wieder was zum Spielen hier. Weil auf die Seite. So, Jordan, na, Schiffer, willst du spielen? Jordan Schiffer. Ach, das ist Levasseur, aber ist mir egal, ihr wollt doch spielen. Der heißt, glaube ich, Jonas Schiffer und nicht Levasseur. Jordan. Jonas Schiffer. Cool Name, Schiffer Levasseur. Ich will doch nur spielen. Aha. Aha. Was ist denn da vorne los? Stehen die da immer noch irgendwo? Mein Teamkollege hält die auf. Man muss halt ihn ausheben. Oh Gott! Nein! Was ist denn hier los? Stehen sie wieder rum, Schiffer, und die fahren nicht weiter. Immer noch. Steht der Schiffer immer noch, okay? Ja. Das war in dem Duell mit mir. Leute, was macht ihr? Der steht dann schon eine Gott, Runde. Oh um Himmels Willen. Er steht da schon eine Runde. Alter, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Kurve sie. Oh, Alter. Fahr halt weiter, du dummer Fick, Jordan, ey. Alter, oh Jesus Gott. Also das tut mir sehr leid, dass die jetzt wegen mir. Das ist immer noch der Crash von mir gewesen. Oh Gott, ich habe nicht gedacht, dass die KI ja so dämlich mittlerweile ist, dass die hier nicht mal mehr fährt. Das war vor einer Runde gewesen.
wo der mit mir kollidiert ist und der steht da immer noch. Da vielen Dank, dass du mich jetzt wieder auf die Punkte. Wie gesagt, ich freue mich auf EA. Hat mich jetzt natürlich wieder in die Punkte gebracht. Ich hatte eigentlich überlegt, noch mit jemand zu spielen und es dann wegzuhauen, aber jetzt natürlich nimmer. Jetzt kann ich wir taktisch rangegangen sind, Jake, so. Okay, warte, jetzt links oder rechts, was ist die beste Option? Ja, wo bist du jetzt? Das war, glaube ich, schlechter. Auf zwei? Ja. Ja, meine Idee war dumm. Ich bin da. Ich hab's da versucht, innen vorbei. Ich wusste nicht, ob es eventuell funktioniert, aber ich stand dann so bescheuert, dass ich wirklich warten musste, bis die weitergefahren sind, weil ich kam ja auch nicht mehr zurück. Das hat aber. Ich bin auch am Hinterrad von den dummen Jordan gehangen. Aber dadurch, dass du da nochmal zurückgefahren bist, hast du den Weg freigemacht, Jake, und ich konnte dann an der mit durchschlüpfen. Aber jetzt bin ich gespannt, jetzt haben sie sich langsam aufgelöst, Alter. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist jetzt dritte Rennen, wo sie so bescheuert da stehen und nicht vom Fleck kommen. Der Beißler denkt langfristig, wenn er crasht. Ja, hab euch ja auch wieder mit nach vorne geholt dadurch und mich, aber das ist eigentlich nicht die Absicht gewesen. Mich wundert, dass ich überhaupt noch fahre. Ja, vorhin wollte ich mit dem einen Jordan noch spielen und wegcrashen. Oh Gott, weil die Lausen im Gepäck da. Das war mal mein Ziel, deswegen habe ich immer gesagt, will jemand spielen, dann kommen wir zum Spielen. Ich wollte es eigentlich wegschmeißen, aber jetzt nimmer. Du hast genug gespielt. Ja, jetzt nimmer, jetzt bin ich Sechster, jetzt nehme ich natürlich die Punkte mit. Der erste Sektor macht Spaß, aber die zweite und dritte sind so eine Scheiße, so eine verfickte Scheiße, weiß ich so was aussehen kann. Hermann Tilke, weil wo Hermann Tilke hat diese Strecke designt, wer auch sonst. Und die Strecke ist schöner Flow im ersten und im zweiten und dritten, diese Kackkurven die ganze Zeit. Du, das ist aber schon dreimal umgebaut worden mittlerweile. Und es ist jetzt, glaube ich, jetzt wird wieder umgebaut, glaube ich, habe ich gehört. Sind es wieder umgebaut. Früher war hier an der Stelle sogar so eine Doppelschikane drin. Die war noch ekliger bei F1, 2, 10 und 11. Was war so Doppelschikane, so eine blöde. Stimmt, hat Ricardo sich aufgeregt wegen Melbourne, dass das halt die Strecke ist, irgendwie, die müsste umgebaut werden. Halt hier? Jetzt wird sie doch umgebaut, Joker. Macht die noch sympathischer bei mir. Mögt sie Singapur? Mehr als Monaco. Wenn Monaco so breit wäre, als Stadtkurs, hätte ich keine Probleme mit Monaco. Alter, wo? Okay. Zum Thema Ricciardo. Ja, ich hab zwar auch Ewigkeiten nach vorne und zurück balancieren müssen, aber ich hab mich dann zwischen dem, der in der Mitte stand und dem, der rechts stand, da vorbei. Hast du was kaputt? Gemogelt. Nö. Mir fehlt tatsächlich ein ganzer Flügel vorne. Ich hatte nur in der ersten Kurve mich mit Sarri, meinem Teamkollegen. Ja, der ist dann hinter zurückgefallen und ich glaube, der hat. Ist das ekelhaft, Lausen? Aber apropos Melbourne und Umbau, Joker, es werden jetzt zwei Kurven umgebaut oder drei? Welche? Es werden drei Streckenteile umgebaut. Da hat doch der Ricciardo, was er will. Ja, Joker sagt, das macht ihn noch sympathischer. Und da steht Letourneur. Was wird da umgebaut? Der erste Kurve, dann glaube ich in der Mitte, wo es auf dieses lange. Dieses Knickstück geht vor diesem S, wo ich mich da in meinem Karrieremodus jetzt weggelegt habe. Da soll es keine Schikane ähnlich mehr werden, sondern soll man durchbügeln können irgendwie. Und in der letzter Sektor soll auch eine umgebaut werden. Oh, bitte die vorletzte Kurve. Die soll, die davor, glaube ich. Die soll flüssiger zum Fahren. Die ist aber eh generell so. Gar nicht mal so. Und breiter soll die Strecke werden, damit man. Ja, und die Boxengasse wird nach außen verschoben. Die wird breiter gemacht. Da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das ein Umbau ist. Die schieben die doch ziehen die doch hoch, wenn das Rennen ist, oder? Naja, ein Teil ist doch klar. Wie war das mal? Ein Teil war doch abgesperrt. Du warst ja dort, weil ein Teil war doch abgesperrt, da konntest du hier nicht hin mit dem Auto, gell? Zum Titel. Eben, und da werden sie dann den halt umbauen. Nee, weil warum hast du den außen vorbeigelassen? Tja, kannst du mal sehen. Ich muss mich duellieren da hinten noch um meinen sechsten Platz. Jetzt könnte ich so einen 98er Rotz halten. Jetzt ist noch ein Punkt hinter mir, glaube ich. Glückwunsch an euch. Glückwunsch.
Gratuliere euch. I'm off to Paris. Dritter Platz. Danke, Michi. Das war nicht die Absicht, aber es hat auch mich gerettet. Ich war bis zu dem Zeitpunkt 18. und wollte eigentlich, wie gesagt, wegcrashen. Aber dadurch habe ich jetzt nochmal was mitgenommen. Und ich hatte nur noch einen halben Frontflügel. Ah, für den Crash gibt es auch Fahrer des Tages. Sehr schön. Sollte man öfters mal machen. Dafür gibt es Fahrer des Tages, um anderen zu helfen. Sehr schön. Haben wir eh schon die letzten drei Rennen gemacht. Na gut, in Holland war es eine KI. Bahrain war auch so was Dämliches. Da hat sie sich auch weggedreht vor mir. Ah ja. Ging es leider nicht gut aus. Mensch, okay, los, lass uns anstoßen hier. Was? Schnittchen? Säckchen? Kaffee, Milch und Zucker? Heinz? Kaffee. Was, Heinz? 10. Ey, wir warten auf Spieler. Nein, ich hab nur die Tabelle gezeigt. Alles gut. Tee mit Süßwasser. Zeigst du eine Tabelle? Plätzchen? Ja, ich klick für mich lieber das. Gar nichts. Ich klicke immer auf die Rangliste. So. Oh. Max. Ralf Ranglist. Ah, Mexiko. Ja, bei der Strecke scheiden sich auch die Geister. Hat neulich jemand bei Gladbach ins Gespräch gebracht. Rangnick? Hast du dich auch gefreut, ja? Wahrscheinlich noch kompetent ist der ja, aber der ist halt. Der hat halt kein Rückgrat. Der ist auch nicht so. Der steht halt auch menschlichen nicht so Arschloch. Sagen wir mal so. Er steht halt auch nicht zu seinem Verein, oder? Ich weiß halt auch nicht, wie gut das mit Eberl funktionieren würde, die zwei Alpha-Tiere da miteinander. Stimmt, weil Rangnick ja so jetzt schon auch Sportdirektor-Position und so alles begleitet hat. Aber wer steht noch zu seinem Verein, außer ja, Christian Streich. Tatsächlich ist das der Einzige, der mir jetzt noch einfallen wird. Doch, Frank Schmidt. Stimmt, Heidenheim. Der ist sogar mit denen fast abgestiegen. Wir haben sie am Abstieg gespielt vor 2-3 Jahren und die haben ihn nicht rausgekantet. Hat den Verein von der Oberliga Streich bis in die zweite abgestiegen. Liga. Ne, Streich ja, aber der bei Freiburg wird in der Regel kein Trainer rausgekantet. Finke war ja auch bekennend für Freiburg. Aber ich meinte Frank Schmidt von der Oberliga bis in die zweite Liga, haben sie um Abstieg gespielt, wo alle gesagt haben, wieso halten sie noch an dem Trainer fest, die ganzen Medien, und siehst ja mal, das war nicht schlecht. Jetzt sind sie wieder gut dabei. Wie wir das Quiz gemacht haben, Beisler, ne? mit den Trainern aus der Bundesliga. Ab 2000, so Freiburg hat irgendwie 5 gehabt und Schalke. Vier Trainer. Volker Fink, ne, 3 nur, glaube ich. Ne, vier. Volker Finke, Robin Dutt, Sorg und Streich. Sorg war der, wo am kürzesten war, nur ein halbes Jahr. Die waren schnell durch. Ich glaube, am meisten war Stuttgart, Hamburg, Schalke hat noch sehr viele gehabt. Zum Teil 4 in einer Saison. Hat der HSV aber auch schon hingekriegt. Alter. Das Quiz, das hatte der Jake, glaube ich, ziemlich gut letztens hingekriegt. Lass ihn ja auch mal, sonst bist du ja Jake. Du bist doch schon Weltmeister, hier. Mann. Bald haben wir Level 13, da kriege ich Münze. Habe ich letztens schon. Die habe ich schon gekriegt, die Münzen. Gratuliere euch. Ich habe das gerade gemerkt. Wie lahm der durch die S's gegangen ist. Also wie anders das ist im Vergleich schon zu den 2000ern und vor den 20ern will ich ja gar nicht anfangen. Also das ist nicht nur bei dem Auto, sondern generell für 90er, die du dann auch so richtig rumwuchten musst. Geil, oh, rumwuchten. Wucht genau mein Wort. Hast du auch Blasen auf den Händen? Wie der Nigel da aus. Also ich habe eine Blase, das ist mein Controller. Was für Glück. Richtiges Nigel-Feeling. Ja. Menzel. Hill. Senna.
Nein. Alter, wer kommt denn da noch? Alter, Achtung. Nicht verhaken! Lausen! Die verhaken sich da in mich. Ich höre, wie die ja alle irgendwie aneinander preschen. Ja, die verhakt sich da in mich und Jake hatte gerade Glück, dass du noch vorbeikamst, oder Jake? Fritze mit der scheiß KI. Ich krieg die Krätze mit der scheiß KI. Und Jake hatte Glück, dass du da nicht von mir getroffen wurdest, gell? Erst der eine McLaren, dann noch der zweite. Die 98er, oder? Mhm. Ja, die hat Jake hat's, glaube ich, gesehen, den ersten zumindest. Ja. Ander hing bei mir drin. Die Lausen hat Scheiße. Muss ich vorbei? Schade, dass dies nicht war, die da hinter mir ist. Der Kaufmann, der ist ja. Das war die, die mich zuerst in den Mangel genommen hat. Ich glaube, dann war es der Kaufmann, der da bei mir festhing. Kaufmann hat's mit dir getrieben. Und Jake hatte Glück, dass er da nicht von mir getroffen wurde. Weil das war ziemlich knapp. Oh je, jetzt die Gerade. Oh je. Tschüss. Ich habe keine Lust, das zu machen. Wieso tschüss? Achso, okay. Weil die McLaren mich abziehen und ich möchte mich gegenhalten. Ich war gerade voll vorsichtig, so steht schon wieder irgendwer da. Dave, willst du Hilfe haben? Nee, fahr mit der Lausen weiter. Sowas verzichtig. Das regt mich immer schon auf, wenn einer, keine Ahnung, wenn wir fahren und irgendwer fängt dann an, irgendwie wegzubumsen. Und dadurch werden irgendwelche Plätze dann noch verteilt. Das ist. Nicht der hat den Sauri rausgeschmissen. Ich glaube, der Sari ist in mich reingekachelt. Der hat mich nämlich gerade weggeschoben. Mir fehlt nämlich ein halber Frontflügel. Ist aber nicht geil. Also das finde ich ja mal wieder. Naja. Wie es in Mexiko geht mit kaputten Flügeln. Alle auf dem Driss. Der dritte miese Wichspenner. Also Sari Joker muss ich gewesen sein. Der hat sich bei mir verhakt und hat mich in die Wand getackelt. Ich habe nur noch einen halben Frontflügel. Sari musste gehen. Oh, der ist nur gelb, nicht rot. Aber ja, so wie der aussieht, werden die Sponsoren es nicht so geil finden. Oh, Benzingemisch noch anpassen. Dann kommt er klar. Gott sei Dank hat er das selber auch. Clark, don't pass. Don't pass. Danke. Kurz ploppt der Clark auf der 5 auf. Don't pass. Da war der Pass dann wieder auf der 5. Ja, ich blieb halt länger auf dem Gas. Das ist halt länger. Gas. Don't over gas, Michael Beiss. Und das sagt einer. Er ist auf der Zollkontrolle. Don't pass. Don't pass. Das wird zur Schwitzphase. Don't pass. Das ist bitter, postet's dabei zum Schild auf Twitter. Ja, das habe ich erst vorgestern gesehen, die Folge, wo der Valmo diesen Gag gebracht hat. Ja. Wo er erstmal 5 Minuten davor ruhig war, um die sich zu überlegen und dann raushaut. Das war so geil. Alles. Das war Marrakesch, da haben wir so viel krasse Erinnerungen. Ich glaube, da hätte Jake damals auch Spaß gehabt, wenn er da schon dabei gewesen wäre in Marrakesch. Marrakesch. Ja, das war zum Teil wirklich mehr Marrakesch wie Marrakesch. Oder das Rennen. Zerlausen, da bringt dir der Topspeed-Vorteil gar nichts mehr, ne? Wenn ich da reinlenke. Am geilsten war das Rennen, wo ich gewonnen habe, wo der Kenny dauernd rangekommen ist und dauernd die Schikanen ausgelassen hat. So. Kommt der klar. Fertig. Dann kommt der. Du weißt doch, Clark, Zollkontrolle, don't pass, ne? Weißt doch, dass ein Weißler unüberholbar ist.
Aber der schirmt jetzt unkontrollierbar. Er schirmt ab. Er spritzt überall lang. Wie so ein Rasenspringer. 3 Meter weit. Weltrekord. Und wenn der Wind steht, 10 Meter. Der Wind steht, wenn der Wind gut steht. Großmeister B. Der Wind gut steht. Großbauer B. Großmeister B aus F. Terminator. Großpinsel B. Großpinsel B. Muss man auch mal wieder anschauen, American Pie. Zumindest in die ersten. Armer Apfel. Ist das der erste? Ist das der, wo er den Apfelkuchen da unten an dem Pimmel hält? Naja, wenn man das nur machen würde. Einmal da habe ich mir eine Flöte in die Muschi gesteckt. Und danach habe ich bei How I Met Your Mother eine verkackte Rolle gespielt. Hier lasse ich einkacken in die Mitte. Die Stimme von der in der Kulmination. Die hat wenigstens noch ein bisschen mehr schauspielen können als ihre Freunde. Bei How I Met Your Mother. Der war ja komplett unnötig. Die waren irgendwie alle unnötig für mich da. Dieselbe war für mich alle nicht. Staffeln lang dieselbe Rolle, hey. Da war nichts komisch. Ist halt auch, ich habe keine Charakterentwicklung. Ist mir jetzt aufgefallen, ich kannte How I Met Your Mother ja vor Friends. Und wo ich dann Friends mal geguckt habe, und jetzt habe ich dann neulich nochmal versucht, How I Met Your Mother zu gucken. Es ist ja so ein Abklatsch, also wie sie das halt wirklich teilweise da sowas von einfach abgeguckt haben. Also grundsätzlich meine Gruppe von Freunden, die regelmäßig in How I Met Your Mother in einer Bar rumhängt und bei Friends im Café. Also die Serie mochte keiner von euch. Gut, wie in jeder Sitcom dieser Art geht's darum, eine Beziehung zu führen oder halt nicht. Dann, um Sex natürlich auch. Dann hast du irgendwann... Verfickte Kacke! Wenn auch erst zum späteren Zeitpunkt hast du Lily und Marshall, sind dann halt Chandler und Monica. Und den krassesten Vergleich, der Jockel übrigens, hast du bei Ted und Ross. Weil Ted, erst Architekt, redet geschwollen daher und so weiter und so fort, später Professor für Architektur. Glückwunsch, Speiser. Danke. Valvo, was ist passiert? Gratuliere euch. Bei Ross ist es. Jetzt wäre ich dreimal abgedrängt, jetzt zum vierten Mal. Jeder hat Bock heute mal. Ross ist so, der arbeitet erst im Museum und ist später was? Ja, genau, natürlich! Ach, dann halt ich die Schnauze, meine Güte, ey. Ne, sorry, Jay, aber Valvo ist ja gerade die Box von einem. Ja, gezogen. Das ist aber andauernd, das ist egal von wem. Irgendwie quatscht jeder über jemand anderen drüber. Entschuldigung, dass ich Emotionen habe und noch im Rennen bin. So, und jetzt kannst du loslegen. Aber ich glaube, wir haben es gecheckt. Das ist ziemlich gleich Abklatsch von Friends. Ich kenne Friends nicht, aber How I Met Your Mother fand ich kacke. Die Robin war halt ansehnlich. Aber... Ja. Aber das ist auch schon alles. Stimmt. Das ist ein Baum auch. Aber ein Baum spricht wenigstens nicht. Ja, da kannst du einfach reinlöten in das Loch und dann. Wenn die Alte mit Hashtag MeToo droht. Jetzt der 5 Session. Ist das so eine oder wie Feministin? Jede Tussi mittlerweile. Aber ich glaube, du hast das Gefühl, das wären die heutzutage alle. Die meisten. Entweder Klima oder vegan oder feministisch. Oh Gott. Ah, Brasilien und 4 Punkte Vorsprung vor der Laos. Naja. Ich meine, gut, besser als 2 Rückstand zu haben. Aber Valvo, der war auch übel hier, wie der dich da in die Box reingeschoben hat. Was ist passiert am Ende? Er hat mich in die Box reingeschoben. Und davor, glaube ich, schon mal abgedrängt. Davor auch. Haben sie mich auch schon 4-mal abgeschoben. Das mit Lausen hatte ich ja gesehen. Da wollte ich nämlich sogar noch rufen, pass auf, die kommt.
dachte mir, weil du dann hast du in dem Moment hast du was gesagt, ne, Lausen, bleib hinten oder irgendwie, sag ich, okay, er weiß, dass sie da ist und in dem Moment, ja, bumm. Ja. Also ich habe das mitbekommen von dir, drum habe ich auch ein bisschen aufgemacht, aber das ist halt dann, da bin ich halt aufs Gras gekommen dadurch. Ja, ich habe es ja, als ich es gesagt habe, war schon zu spät. Aufgemacht habe. Überlegt, sagst du was? Und dann hast du irgendwas gesagt zu ihr und dachte ich, naja, okay, nee, er weiß, sie ist da. Das heißt, er kann gegebenenfalls ins Gras fahren und vom nächsten Weg ins Gras beißen. Tausend Wege ins Gras zu beißen. Nee, das war halt einfach das How I Met Your Mother. Da konntest eine Folge gucken, dann konntest 9 Staffeln später wieder eine gucken und es hat sich halt genau gleich angefühlt. So. Ich find's halt. Die Charaktere alle dämlich wie Stroh. Vor allem, wie sie diesen Barney halt gehypt haben, dass er welche Bücher und so hat von den Ratgeber, dieser coole Darsteller, der da so einen Frauentypen. Ja. Neil Patrick Harris. Ja. Na, der hat doch am besten gespielt von denen zumindest. Die anderen haben ja gar nichts getroffen gehabt. Ja, ich fand auch Ted furchtbar. Ja, der war. Und so eine so. Also der war ja verzweifelter als ich früher. Also. Meine Herren. Ja. Und das war, glaube ich, knapp. Bis zur letzten Kurve? Ist echt knapp. Oder bis zur Geraden war ich sogar noch als Tollkurve. Alter Valvo, ich war nämlich noch auf Start und Sieg kurz noch auf der Pol und hab gedacht, soll ich dann nachher jubeln, wenn ich jetzt die Pol oder soll ich die Fresse halten? Aber Chris war ganz bitter. Alter, ich bin leid, ich bin. Also, so knapp haben wir es noch nie gehabt. Ja, Brasilien. Wir stellen 97 nach. Ohne dass der Ekelsturm deutlich mehr gönnt, dass ihr vorne steht. Ohne dass der Ekelsturm gedreht hat. Ja. Ja, also Brasilien ist die Strecke, die ich in F1 am liebsten fahre von den ganzen. Das ist nun mal. Und dann USA, das ist nun mal Fakt. Wie liegt der Beißler? Und Österreich, dürfen wir auch nicht vergessen. Die drei. Wo ist die Lausen? Das habe ich gar nicht geguckt. Weiß. Das Setup ist eigentlich gut. Ich glaube, das sollte. Ich sehe da einen McLaren da hinten. Spaß ja, natürlich. Auf der 5. Spaß. Spaß für Glück. Ich weiß. Wie war das mit dem letzten Crash? Letztes Rennen? Und hier. Oh, Gott, Alter, da kommt sie schon. Oh Gott. Oh Gott, und der hat mich gerammt. Oh Joker, was ist passiert? Gott, sie kommt. Verbremst. Lausen hat mich schon gerammt. Ja, ich habe nämlich Absicht, noch überlegt, nee. Wenn Jake hinter mir gewesen wäre, hätte ich ihn durchgelassen, damit er noch eine Chance hat. Nein, Lausen. Ich habe selber mal wieder zu kämpfen. Ich hoffe, ich komme noch dran, Jake, und kann die McLarens noch überholen. Kann ich McLarens noch wegficken? Nein, also das war nur Singapur, wo ich das vorhatte, aber da habe ich ja noch... Weil wo fahr? Mach, dass du wegkommst. Nein, du fährst weiter auf der Strecke. Genau, Jake. Hat es genau gesehen. Wenn Jake die hinter sich halten kann und ich kann die überholen, versuche ich die Straßenblockade zu geben. Aber ich muss erstmal. Mir scheint Steppen im Infield. Im Infield kommt man gut genug von denen weg, wie mir scheint. Ich muss an diesen Deppen hier vorbeikommen. Da war ich, glaube ich, auch vorhin schnell, da hatte ich einen niederen Sektor, aber dann am Ende hier. Hier auf dem Berg hoch war ich sogar auf Polkurs und habe überlegt, soll ich das dann jubeln gleich? Aber dann war ich Dritter. Jetzt ziehen sie weil weg. Wo nutzt auch die Innenseite aus? Ich habe aber noch ein anderes Problem, Jake. Und das ist der 92er Williams vom Sari, der mir noch auf die Pelle rückt. Das bist du Jocke? Ich bin jetzt auf der 14. Boah, du hast aber ordentlich Zeit verloren durch den Rausrutscher. Na, ich bin ja bis auf den letzten Platz. Ich bin, glaube ich, 6 Punkte in der WM hinter dem Kaufmann, oder? Bist du vor dem Kaufmann, oder? Ach so, nee, dann ist nach Mexiko. Aber das Blöde ist, ich komme nicht dran, weil um den Kaufmann überholen zu können. Ja, momentan wäre das egal. Wenn es 6 Punkte wären, könnte der sogar Zweiter werden. Momentan ist er nur Vierter. Na, mir muss der erstmal vorbeikommen, die dumme Sau. Das ist meine Hoffnung, dass Jake die auffallen.
Kater Keimer und unüberholbar ist. Das ist meine Hoffnung, dass Jake die dahinter sich aufhalten kann, dass ich vielleicht doch einen schnappen kann. Flocken. Du musst halt das Infeld. Das Infeld. Ja, da bin ich dran, nutzen. Aber ich habe die Power nicht auf der Geraden. Weil da wäre sogar ein Podest drin, Power, wenn ich die beiden schnappen könnte. Ah, hier hat der Irwin den Beißler abgeschossen. Ja, dumme Drecksau im 96. Die Tante hat einen Schokuchen eben. Und unten habe ich das Revanche-Foul begangen, aber wie es üblich bei R-Factor bin nur leider ich ausgefallen. Strafpunkt für Rocky Bergmann. Ne, Brasilien bin ich nicht gefahren. Also nicht Interlagos. GT1, was noch kommen wird, bin ich Interlagos gefahren, ja. Aber da fuhr Rocky Bergmann nicht mit. Da fuhr schon mit, aber der war... wurde nach der Aktion der Sitz gestrichen. Nein. Rocky Bergmann nicht. Das ist eine Kultfigur. Rocky Bergmann. Aber Jake, du hörst es auch, die locker da hinter dich zu lassen, oder? Die haben da gar keine Chance, an dich ranzukommen. Rocky Bergmann. Wirklich durchs Infield, weil die ist die KI, glaube ich, einfach nicht gut und auf den Geraden kommt die dann nie so nah ran, dass mir da gefährlich werden kann. Boom. Ja, jetzt wäre ich mir gerade fast gefährlich geworden. Scheiße! Joker war schon so weit vorne, was ist? Ja, ich bin gedreht. Du bist auch schneller als ich auf den Geraden, Walbo, oder? Fuck! Ja, jetzt gerade schon. Wie Setup fährst? 4. Ich bin mittlerweile auf mittlerem Setup jetzt schon einige Rennen unterwegs. Auch auf 4. Davor komme ich in den Kurven nicht zurecht. Wirst du eh merken, von Kurvenausgang. Infeld. Wieso sag ich immer Infeld? Infeld. Yeah. Mann! Mann! Rastet wirklich jeder aus in der WM. Ich sagen, ich glaube, hier ist brauchen wir tatsächlich eine Schokoladenpause nach der WM. 3 Tafeln erstmal vor Frust reinmampfen. Rennbremsen. Ja, erstmal ein bisschen Schlunze drauf. Fahren wir dann nochmal 90er, oder? Ja, ich will noch den 94er Benetton fahren. Ich dachte 2000er. Hab ich auch. Wäre vielleicht besser für die Laune. Da drauf einfach mal für die Karre nehmen. Ja, wie ihr wollt. Ich hole jetzt erstmal eine Bratfratze danach. Ist die Bratfratze? Mit ordentlich Schlunze drauf. Ich bin genau 1.19.0 gefahren. Kann das bitte jemand honorieren? Sehr schön, Jake. Wunderbar. Ist nicht. Das hätte nicht mal der Bernie gedreht. Ich hab keine Zeit zum Honorieren. Ja, vielleicht pornorieren. Porno ist schon was. Dann könnte ich jetzt auch noch schlunzen. Fick die Fotze. Das war tief hinein, tief hinein. Fühlt sich so langsam an, das Infield. Aber ich mag das. Das hatte ich in Mexiko. Mit dem Übersteuern, also die ganze Zeit, ja, übersteuern? Nee, dass ich einfach generell mich so richtig lahm in den Kurven gefühlt habe. Also gerade in den S's war das schlimm. Also Brasilien ist eigentlich auch eine Strecke, die ich gerne in Rennspielen fahre. Glückwunsch, Walbo. Dankeschön. Yes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie gesagt, ich fahre die unglaublich auch gerne in diesen Rennspielen. Und Speißler. Das ist ein schönes Ergebnis zum auch. Schluss. Guck auf den Joker noch. Knapp, Jake. Ja, wie ist Qualifying schon? Ich habe am Ende noch auf Fett gestellt, der Windschatten, aber.
Der Dreher am Ende hat es dann nochmal gekostet, oder Joker? Der Jockel. Ja, der Dreher zur letzten, zur Start und Ziel. Und dann habe ich mich im Senna ist gleich danach auch nochmal weggedreht. Oh je, das war auch nicht dein Freund, der Senna ist. Das ist genau. Habe ich meine, hast wahrscheinlich Action gebote. Sind die Fans honoriert bei der Wahl? Malmo darf auch gewinnen. Also außer Beißler haben wir die anderen alle mal gewonnen. Der Beißler gewinnt ja nur einmal im Jahr. Einmal in 5 Jahren vielleicht. 82.000. Ey, jetzt wollen wir sehen. Schon der goldene Anzug ist schon heftig. Hätte mal gedacht, ich fix noch weg in der letzten Runde da. Den Fehler gemacht habe. Ja, mit dem Ferrari habe ich mich auch nicht so viel getraut. Also ich weiß nicht. Den Kaufmann noch gefickt. Ja, schade, dass ich den nicht mehr überholt hat. Joker auch mit einem guten Abstand. Wieder ein guter 8. Gratuliere zum Weltmeistertitel, Jockel. Stark. Zum zweiten in Folge. Jake Platz 2 auch stark. Im 90er Ferrari. Weltklasse. Auf dem Platz stark. Wie auf der 8 am Ende. Ich bin mit der 8 rausgeholt. Ich bin mit der 8 zufrieden, weil letztes Mal war es ja die 5-Punkte-WM eher mit dem 2-3er. Da gab es ja nur 5 Punkte. Ein 13. Ich bin damit zufrieden. Ja, das Auto kann man mal wieder nehmen, aber ich glaube, da gibt es noch bevorzugtere. Aber es war nicht scheiße zum Fahren, sagen wir es mal so. Spannend. Und Jake mit diesem Unterlegen. Ja, trotzdem hätte ich irgendwie mehr Bock auf die 2000er. Das nächste Mal wieder. Wenn wir abstimmen, dann würde ich auch meine Stimme den 2000ern geben. Ich weiß halt nicht, was die anderen beiden sagen. Ja, dann ist es mir relativ wumpe. 2-0 für die 2000er. 2 Enthaltungen und 2 dafür stimmen. Aber dann will ich den Braun haben. Ja, weil da habe ich die wichtigsten schon alle durch. Na gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. André Beißler, Joker und der Jake. Danke. Auch was gemacht. So einigermaßen, so manchmal. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also ich finde, da wo die Stimmung am Brodeln war, richtig geil. In der Emotionen. Jetzt essen wir alle eine Kleinigkeit und dann geht's ja wieder gut. Dann kotzen wir weiter. Obwohl, dann müssen wir eine Stunde essen wegen Ja, genau. Wenn du jetzt eine Stunde weg bist, dann liegt aber pennen. Ich auch. Ehrlich gesagt, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wir kacken uns das weiter an und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Keep racing und auf Wiederlorge. Tschüss. Mit Blick auf die Uhr wollen wir.